Ja, hallo und willkommen zur nächsten Runde Ghost Trick. Beim letzten Mal haben wir Lynns Tod zum dritten Mal verhindert und eine sehr interessante Rube Goldberg Machine gesehen. Was es damit auf sich hat, werden wir später auf jeden Fall noch erfahren. Ich habe euch ja versprochen, dass ich am Ende sämtliche Stränge zusammenfügen werde. Aber bis dahin wird es noch einige Zeit dauern. Und wir setzen jetzt erstmal das Spiel fort, denn Lynn hat uns beim letzten Mal... Kapitel 6, 9.03 Uhr. Die Zeit schreitet so langsam voran. Lynn hat uns beim letzten Mal ja gesagt, dass wir den Arbeitsplan des Gefangenen D99 für morgen herausfinden sollen. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch tun. So, verlorene Erinnerungen an das Selbst. Ein vergessener Mordfall. Ein Toter und eine Kommissarin verbündet, um die Wahrheit über beide Fälle zu erfahren. Die Kommissarin erteilt dem Toten einen Auftrag, sich ins Gefängnis zu schleichen und den morgigen Arbeitsplan eines gewissen Häftlings herauszufinden. Was sollte es mich kümmern? Ich habe keinen Arbeitsplan für morgen. So denke ich im Moment darüber. Trickzeit. So. Gut. Das heißt, wir müssen erstmal an ein Telefon herankommen. Ah, und dafür können wir die Winde bewegen. Einfach, um wieder zurück nach oben zu kommen. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich habe eigentlich gedacht, das hätte beim letzten Rätsel etwas damit zu tun gehabt, aber naja. Wie geht es wohl mit dieser Kommissarin, die ständig stirbt? Hoffe, sie lebt noch. Sie ist bestimmt sehr mit sich zufrieden, wo sie die Aufmerksamkeit des Sensenmannes doch so oft auf sich zieht. Die kleine Lady wartet im Hühnchenparadies auf sie. Boah, auf Hühnchen habe ich auch gerade irgendwie so Lust. Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, ich sollte weiterspielen, sonst denke ich zu sehr daran. Vielleicht mache ich mir heute Abend was. Mal schauen. Wenn ich diesen Auftrag ausgeführt habe, sollte ich besser auch dorthin gehen. Ja, natürlich. Denn dann verrät es uns ja hoffentlich mehr, wenn wir herausgefunden haben, wie das weitergeht. Das ist der Taubenmann. Hat er vielleicht noch was zu sagen? Ja. Es ist alles vorbei. Für mich ist alles vorbei. Lynn, die liebe, süße Lynn, die so hell strahlt wie die Sonne, ist mir weggelaufen. Und dann haben mich diese Kommissare, der Blaue und der Grüne, angebrüllt. Ach, vergessen Sie das alles. Jetzt hören Sie mir mal zu, junger Mann. Ja, Sir. Ihre hell wie die Sonne, Lynn, weiß wahrscheinlich nicht mal, dass es sie gibt. Und diese Kommissare werden Sie wahrscheinlich Ihr ganzes Leben lang anbrüllen. Sorgen Sie sich nicht so über jeden kleinen Rückschlag. Machen Sie das Beste daraus und genießen Sie es. Das ist mal ein vernünftiger Ratschlag. Hören Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich einfach in Ruhe zu lassen? Heulsuse, was anderes kann ich dazu nicht sagen. So, aber ich denke mal, wir alle waren schon mal in einer Situation, ich selbst auch, ich war auch mal so drauf. Deswegen sollte ich vielleicht nicht so kritisch sein. Genau, wir wollen hierhin, in das Büro der Uniformierten, denn das ist ja das Gefängnis, das ist momentan der einzige Punkt, wie wir in das Gefängnis hereinkommen können. Und wir wollen ja den Arbeitsplan herausfinden, wir müssen jetzt nur in die Zelle reinkommen. Und, wie geht es mit den Vorbereitungen voran? Ich denke, Sie kümmern sich gerade darum. Ja? Mann, ich freue mich wirklich nicht darauf. Dass du das sagst, überrascht mich irgendwie. Ich wusste nicht, dass du über solche Sachen nachdenkst. Übrigens habe ich das sarkastisch gemeint, nur für den Fall, dass du das nicht gemerkt hast. Noch 2 Stunden, dann ist es soweit. Ich schätze, wir sollten einfach zurück an die Arbeit gehen. Ja, da hast du recht. Oh, es hängt den jetzt da noch auf. Und da ist es das zerknüllte Memo aus dem Papierkorb, was da links hängt. Die Atmosphäre scheint wirklich angespannt zu sein. Ich schätze, ich werde selbst zurück an meine Arbeit gehen. Du musst den morgigen Arbeitsplan eines gewissen Häftlings für mich herausfinden. Ja, die Häftlinge erhalten jeden Tag unterschiedliche Arbeitsanweisungen. Jeder Häftling hat eine kleine Tafel in seiner Zelle, auf der sein Plan für den nächsten Tag steht. Seine Häftlingsnummer lautet D99. Also dann, wie komme ich zu diesen Zellen? Ich sollte wohl erst einmal versuchen, hier ein paar Informationen zu sammeln. Ja, mich interessiert zum Beispiel der zweite Zettel, der da jetzt hängt. Ups, so. Memo, ja klar, das ist das zusammengeknüllte aus dem Papierkorb und irgendwie ruckelt es gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, Memo losmachen. Trickzeit. So, sag uns mal, was da drauf steht, bitte. Hey, Bailey.
Versuche deine Memos nächstes Mal etwas besser aufzuhängen. Lass mich mal sehen. Inspektion Häftling C-74. Oh, es ist fast Zeit dazu. Ich sollte mich vorbereiten. Häftling C-74, was? Was hat dieser große Wal überhaupt verbrochen? Das weißt du nicht. Hast du nichts vom Fall der Besetzung des Polizeipräsidiums gehört? Präsidi was? C-74 verbarrikadierte sich im Polizeipräsidium und besetzte es. Er richtete sogar einen riesigen Flammenwerfer auf den Polizeipräsidenten. Uiuiui. Warum zum Teufel tat er das alles? Das haben die Kommissare, die ihn umstellten, auch gefragt. Wie lauten ihre Forderungen? Und? Der Typ blickte verwirrt rein, überlegte einen Moment und sagte, bringt mir auf die Stelle 5 Portionen Curry mit Reis. Curry mit Reis? Das war alles? Leider nein. Als er fertig war mit dem Essen, setzte das Büro des Polizeipräsidenten in Brand. Mit dem Flammenwerfer. Ziemlich gründlich. Wichtige Dokumente und der Schnurrbart des Polizeipräsidenten wurden von den Flammen zerstört. Oh nein, nicht der Schnurrbart! Warum zum Teufel tat er das alles? Weil das Curry zu scharf war, sagte er. Hä? Es war zu scharf und da bin ich einfach durchgedreht, sagte er. Im Ernst? Der Fall erschütterte das ganze Land. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Zunächst einmal, wie konnte es ein riesiger, bewaffneter Mann alleine ins Büro des Polizeipräsidenten schaffen? Das ist ein komplettes Rätsel. Was? Warum fragt man C-74 nicht einfach? Vielleicht hat man das, aber darüber wurde nichts öffentlich. Offensichtlich unterliegt das alles der nationalen Geheimhaltung. Pah! Nein, ich will... Nein! Oh. Arr. Sehr cool. Ich wollte eigentlich noch rechts an den Schalter ran. Das habe ich zu spät gemacht. Würdest du damit aufhören, meine wichtigen Pflichten-Memos wegzuwerfen? Na, es fängt so langsam an zu ruckeln. Das ist aber kein gutes Zeichen. So. Okay. Moment, kann ich vielleicht vom Monitor heraus in die Zelle von D99 gucken? Der Bildschirm zeigt drei in winzige Räume. Bla bla bla, die Räume sind wirklich klein. Gitter haben wir alles schon mal gelesen. Ich frage mich, wie diese kleinen Räume sind. Ja. Gut, dann haben wir jetzt natürlich noch das Memo, mit dem wir wegfliegen können. Und er bemerkt das, obwohl er gar nicht hinguckt. Das ist schon irgendwie faszinierend. Ja, komm, komm. Hey, Bailey! So. Okay, ich kann einmal in den Notschalter und ich kann in den Kelch. Ich wusste nicht, dass da ein Kelch steht. Okay, aber ich denke mal, wir können den Notschalter bedienen. Was ist los? Kannst du noch nicht mal ein Memo richtig aufhängen? Lass mich mal sehen. Häftling C-38 in den Telefonraum bringen. Ja, er hat erst vor kurzem darum gebeten, das Telefon benutzen zu dürfen. Das hast du mir vorhin schon gesagt. C-38, was? Diese Nummern erinnern mich irgendwie ein bisschen an Schiffe versenken. Da gibt es zwar keine 38 oder 99 oder so. Oder die 70. Aber irgendwie hat das was davon. Was hat dieser Punker überhaupt verbrochen? Hast du die Geschichte noch nie gehört? Von dem heimliches Rendezvous-Fall? Heimliches Rendezvous was? C-38 war Sänger in einer Band. Seine Gruppe spielte ein Konzert, das im ganzen Land live ausgestrahlt wurde. Und mitten in ihrer Zugabe kam es zu einem riesigen Zwischenfall. Ein riesiger Zwischenfall? Worum ging es? Einen Mord oder etwas Ähnliches? Auf gewisse Weise war es sogar schlimmer als Mord, weil es mit Staatsgeheimnissen zu tun hatte. Hä? Staatsgeheimnisse? Eine Rockband? Ich verstehe nur Bahnhof. Das Lied, das sie spielen, hieß Heimliches Rendezvous. Aber der Text, den C-38 sang, war ganz anders als sonst. Aber wieso soll das ein riesiger Zwischenfall sein? Weil der Text alle düsteren, zwielichten Geheimnisse des Staates preisgab. Haushaltsveruntreuungen, Außenwirtschaftsstrategien, illegale Geschäfte, alles. Er wurde auf frischer Tat dabei ertappt, wie er Staatsgeheimnisse preisgab. Im Ernst? Der Fall erschütterte das ganze Land. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Zunächst einmal, woher sollte ein Rocksänger irgendwelche streng geheimen Informationen kennen? Das ist ein komplettes Rätsel. Was? Warum fragt man C-38 nicht einfach? Vielleicht hat man das, aber darüber wurde nichts öffentlich. Offensichtlich unterliegt das alles der nationalen Geheimhaltung. Ja, das scheint hier kein ordinäres Gefängnis zu sein. Man merkt, also ihr merkt hoffentlich, ich merke es zumindest auf jeden Fall, dass hier nur
sehr seltsame Fälle untergebracht sind. Einmal der dicke Mann mit dem Flammenwerfer im Polizeipräsidium und jetzt ein Rocksänger, der irgendwoher irgendwelche nationalen Geheimnisse kennt. Pah! Und halt der Typ, den wir für Lynn suchen sollen. Alk! Würdest du damit aufhören, meine wichtigen Pflichten Memos wegzuwerfen? Ja, aber diesmal sind wir ja Gott sei Dank schon rechts im Schalter drin. So. Ah ja, genau, wir sind im Notschalter. Den bedienen wir jetzt einfach mal. Oh, was ist denn jetzt los? Dark! Du spielst schon wieder mit diesem Ding rum. Er spielt nur mit seinem Kartenhaus rum. Nanu? Wird's bald? Das war ich nicht. Lüg nicht! Du weißt selbst, dass du es liebst, wenn ich aufspringe und mich für den Notfall bereit mache. Oh ja, sicher. Vor langer Zeit mal, als ich diesen Job angetreten habe. Aber davon habe ich jetzt genug. Außerdem reagierst du immer auf dieselbe Weise. Der Notschalter ist wohl nur locker. Wahrscheinlich, weil ich zu viel an ihm herumgespielt habe. Der ist aber für Notfälle gedacht. Spiel nicht mit ihm. Jedenfalls war ich es nicht. Vielleicht solltest du ihn mal reparieren lassen. Sehr cool. Jetzt mach es erstmal wieder zu. Das macht mich ganz nervös. Nö, das ist zu lästig. Lästig? Das korrekte Verhalten bei Notfällen ist dir lästig? Wie überaus traurig. Du musst doch einfach nur den Schalter nach unten bewegen, oder? Naja. Nachtsichtgerät. Bazooka. Noch ein Nachtsichtgerät. Aber was bringt mir das gerade? Ich komme wieder hier rüber, aber... Ah. Ich möchte eigentlich... Kann ich da oben rein? Nein. Ich möchte darüber in die Kamera. Das bringt mir aber gerade nichts. Wenn ich den nochmal bediene, bringt mir das irgendwas? Na toll, jetzt ist alles wieder zu. Ah, bewegen wir den Schalter wieder nach oben. Lassen den Typen wieder aufspringen. Der arme Kerl, ey. Ich will mich bewegen, ich will nicht wieder euer Gespräch. Genau die Art Aufregung brauche ich, um aufzuwachen. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass der nur für Notfälle gedacht ist. Spiel nicht mit ihm. Ich habe dir gesagt, dass ich es nicht war. Weißt du, ich hätte gedacht, dass so eine Arbeit aufregender wäre. Manchmal weiß ich nicht, was meine wahre Arbeit ist. Runden drehen oder Kartenhäuser bauen. Das solltest du aber besser wissen. Und du solltest wissen, dass ich nur Spaß mache. Okay, dann gehen wir nochmal hier rüber, weil irgendwie müssen wir was machen können. Memo, Telefon... Kann ich vielleicht die Memo fliegen lassen und dann irgendwo rein? Nö. Was kann ich denn machen hier? Das bringt mir gerade alles nichts. Hey, Bailey! Ja, das kenne ich ja alles schon. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Ich könnte vielleicht höchstens vom Telefon da... Lass mich mal sehen. Häftling... Ah, das ist das genau das, was wir brauchen. Lass mich mal sehen. Häftling D99. Abendessen bringen. Der Küchenchef bereitet es gerade für ihn zu. Oh, wie extravagant. D99, was? Selbst ich weiß über den Bescheid. Ja, so ein trauriger Fall. Das ist auch für uns schwer. Er hat seine Frau erschossen, nicht wahr? Vor den Augen eines Familienmitglieds. Es ist einfach fürchterlich. Warum in aller Welt hat er das getan? Warum würde er ausgerechnet er so etwas tun? Das Motiv, alles, das alles ist ein komplettes Rätsel. Es ist einfach lächerlich. Es gibt keinen Sinn, dass er so etwas tun würde. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber offensichtlich unterliegt auch dieser Fall der nationalen Geheimhaltung. Ich kapier's nicht. Nichts von alledem ergibt Sinn. Du weißt schon, was für eine Art Gefängnis das hier ist, oder? Es ist ein besonderes Gefängnis, das genau für solche besonderen Fälle gebaut wurde. Dieser D99. Wer weiß, was er hinter seinem Bart denkt oder versteckt. Eine Faust, er ist Chuck Norris. Mir gefällt nichts von alledem. Ich wusste, dass ich meine Arbeit nicht ernst nehmen könnte, ohne dass sie mir nahe geht. Der Häftling, nach dem ich suche, dieser D99, wurde also wegen Mordes verurteilt, ja? Und er hat offenbar einen Bart. Interessant, und er hat seine Frau umgebracht. Ich trinke nochmal eben einen Schluck kalten Tee. So. Würdest du damit aufhören, meine wichtigen Pflichten-Memos wegzuwerfen? Ich find's einfach so geil, wie er sich aufregt.
ist Zeit. Ah. Wie marschiert ihr denn? Ah, ich glaube, das ist der, genau, das ist dieser Punkrocker, der nationale Geheimnisse rausgeplaudert hat bei seinem Song. Ja, kann ich irgendwas machen? Oh, er stellt den Pokal oben aufs Kartenhaus drauf. Hm, das ist mutig. Na bitte, es ist fertig. So. Ah, damit hat uns jetzt einen Weg geschaffen. Wir kommen hier oben an die Kamera ran. An den Schalter, an die Tür und... Ah, ich will hinten hin. Okay. Dann drücke ich mal die Schalter. Ich schätze mal, dass dies der Junge ist, von dem sie sprachen. Der, der die Staatsgeheimnisse gesungen hat. Wenn er ein Häftling ist, muss er aus einer Zelle gekommen sein. Halt! Ich will da noch rüber. Okay, ich kann die E-Gitarre untersuchen. Also hat dieses Ding vor einer Sekunde diesen höllischen Krach gemacht. Wahrscheinlich kann der spitzhaarige Junge sie sich so ausdrücken. Solche Empfindungen wie ich habe Hunger oder ich habe Durst vielleicht. Ist das gemein. Irgendetwas Primitives, da wette ich drauf. Natürlich. Dann bis später. Bin fertig. Ich weiß gerade nicht, welche Stimme ich dem geben soll. Naja, macht nichts. In Ordnung, C38. Zurück in deine Zelle. Hey, Wächtermann. Wie wär's, wenn du mir etwas Platz lässt? Dein abgefahrener Gang ist gefährlich, Mann. Ein ordnungsgemäßer Gang für ein ordnungsgemäßes geführtes Leben. Los, gehen wir. Jo, halt mir keine Vorträge, Mann. Ich gehe meinen eigenen Weg, auf meine Art, zu meiner eigenen Musik. Oh yeah. Ah, und er nimmt uns mit. Sehr schön, so kommen wir zu den Zellen. Okay, Zelle ist leer. Ein Maler und ein Walross. Hoho. Endlich bin ich bei den Zellen. Jetzt muss ich Häftling D99 finden und seinen morgigen Arbeitsplan herausbekommen. Wofür könnte Lynn diese Informationen bloß brauchen? Wie der da abrockt in seiner Zelle. Mist. Ich glaube nicht, dass ich es noch einige Sekunden länger in diesem stinkenden Loch aushalte. Sieht so aus, als ob der Wächtermann weg ist. Aha, interessant. All die Warterei macht mich fix und fertig. Hoffentlich klappt's mit dem hier endlich. Los, los, los. Okay, der Zettel fließt durch das Abwasserrohr, aber was bringt ihm das jetzt gerade? Komm schon, Wurstkopf. Ich kann mich nicht bewegen, okay. Ha, das ist offensichtlich nicht der Häftling, nach dem ich suche. Häftling D99 hat einen Bart. Da ist eine von diesen kleinen Tafeln, die es laut Lynn in den Zellen gibt. Vielleicht sollte ich mir mal den morgigen Plan dieses Stachelkopfes ansehen. Dann machen wir das doch. Das ist also eine von diesen kleinen Tafeln, von denen Lynn gesprochen hat. Dann will ich sie mal kurz durchlesen. Heute Abend habe ich eine Menge verloren. Mein Leben, meine Erinnerungen. Aber ich habe offensichtlich auch eine gewisse Fähigkeit verloren. Ich kann nicht lesen! Ich kann sehen, dass auf der Tafel irgendwas geschrieben steht, aber ich habe absolut keine Ahnung, was es bedeutet. Wenn ich den morgigen Arbeitsplan von Häftling D99 nicht lesen kann, was mache ich dann jetzt? Mysteriös. Worüber soll ich Lynn denn jetzt Bericht erstatten? Wenn ich ihr sage, ich konnte es nicht lesen, bringt sie mich um. Obwohl ich mir wegen dem Teil eigentlich keine großen Sorgen machen muss. Wie dem auch sei, ich kann genauso gut versuchen, die Zelle von Häftling D99 zu finden. Hoffentlich kann ich wenigstens etwas herausfinden, solange ich dort bin. Ich kann nicht mit leeren Händen zu Lynn zurück. Aber natürlich hat ein Geist eigentlich gar keine Hände. Genau wie nichts auf der Platte verstauben kann. Genau. So, na, er haut gerade ab. Schauen wir mal, wir können die Notiz untersuchen, wir können zur Toilette. Wir können die Nachbarzelle. Dieses Telefon. Scheint eine rein interne Leitung zu sein. Man kann nicht raus telefonieren. Also sind die einzigen Orte, an die ich durch dieses Telefon gelangen kann, andere Telefone in diesem Gebäude, von denen ich Besitz ergriffen habe. Das macht aber nichts, weil damit kann ich ja sicherlich... Genau, ich kann in den Wachraum zurück. Das dürfte vielleicht ganz praktisch sein.
So, was haben wir hier noch? Wir haben den Notschalter. Was bringt der mir? Ein Notschalter. Ein Notfall in einem Gefängnis. Das muss recht übel sein. Ich werde es nur mal kurz ausprobieren. Aha, er wirft einen Zettel mit einem X runter. Sehr mysteriös. Ich würde gerne wissen, wo sie die Zettel hinbekommen. Da habe ich wohl für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Ich wette, dass jeder Häftling anders auf diesen Alarm reagiert. Das könnte lustig anzusehen sein. Wenn ich ändern will, was ich sehe, kann ich den Bildschirm verschieben. Ich kann auch das Steuerkreuz benutzen, um dasselbe zu tun. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht gibt mir ihr Verhalten einen Hinweis für meinen nächsten Schritt. Gucken wir mal, was macht der? Er hat einen Bart, oder? Und der? Ah, Moment mal. Der hatte einen Zettel bekommen. Und er hat gerade einen Löffel gehabt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der versuchte einen Gang zu graben. Und wenn gerade die Leute kommen, dann wirft der Punkrocker da von oben ein X runter. Alles in Ordnung. Und ja, so können wir zumindest nach da unten gelangen, weil da links in der Zelle sitzt ja der mit Bart. Wenn ich den Alarm betätige, bewegen sich die Leute also. Was? Vielleicht kann ich ihre Bewegungen nutzen, um selbst herauszukommen. Auf diese Weise kann ich eine Ahnung davon bekommen, was in jeder Zelle vor sich geht. So, genau, jetzt wirft er wieder... Notiz, genau, wir gehen jetzt in die Notiz rein. Jetzt wirft er nämlich wieder den Kreis darunter, dass alles in Ordnung ist. Und, uah, lecker, wir werden durch die Kanalisation geschwemmt. Es fällt natürlich überhaupt nicht auf, dass er da so eine Glocke in seiner Zelle hängen hat, die mit einer Kette in das Klo reingeht. Nein, natürlich nicht. Okay, er hat seinen Löffel. Das dürfte der fette Mann mit dem Curry gewesen sein, der mit dem Flammenwerfer das Büro des Polizeipräsidenten in Brand gesteckt hat. Hat eine nette Birne, der Kerl. So. Und seht ihr das da, hinter dem Spielkasten? Da ist ein Tunnel. Da gräbt er sich jetzt durch, der Fettsack. Und weg ist er. Trickzeit. Ja, neue Informationen wurden hinzugefügt. Seinem Aussehen nach zu urteilen, ist das der Curry-Liebhaber aus dem Fall der Besetzung des Präsidiums. Aber egal, wohin ist er gegangen? Was geht in dieser Zelle vor sich? Jedenfalls ist hier auch eine kleine Tafel. Nur um sicher zu gehen, sollte ich mir besser auch den morgigen Plan des Curry-Liebhabers ansehen. Machen wir das doch mal, was anderes haben wir sowieso gerade nicht zu tun. Ah, wir können die Glocke läuten, das heißt, wir können ihn irgendwie rausholen. Und ich glaube, dann steckt er seinen Löffel da rein, oder? Ich kann immer noch nicht lesen, aber ich sollte mir trotzdem besser die Zelle von Häftling D99 ansehen. Vielleicht kann ich irgendeine Info finden, die Lynn weiterhelfen konnte. Außerdem will ich wissen, wie dieser Häftling aussieht, über den sie Ermittlungen anstellen. Okay, ich kann die Lampe, aber von da aus kann ich nichts erreichen. Das heißt, ja, ich kann eigentlich nur die Glocke läuten. Das dürfte mir hoffentlich irgendeinen Weg öffnen, wie ich rüber zu der Zelle komme. Oder? Moment. Der hat doch genau, im Löffel ist ein Kern. Wunderbar, dann trag uns mal schnell darüber. Dankeschön. So. Noch ein Telefon, das dürfte natürlich sehr nützlich sein. Damit haben wir einen weiteren Weg. Hier ist es dasselbe. Wohl auch nur ein internes Telefon. Man kann damit nicht raus telefonieren. Also sind die einzigen Orte, an die ich durch dieses Telefon gelangen kann, andere Telefone in diesem Gebäude, von denen ich Besitz ergriffen habe. Mhm. Es sieht so aus, als ob der Curry-Liebhaber zurückkommt, wenn er die Glocke hört. Doch kann ich mir auf sein Verhalten nach einer... Was? Doch kann ich mir auf sein Verhalten nach seiner Rückkehr keinen Reim machen. Allerdings ist das nicht der Häftling, nach dem ich suche. Ich werde diesen Kerl unter... Es gibt solche und solche vermerken. Ich sollte besser versuchen, einen Weg zu D99 Zelle zu finden. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Aber egal. Da sind wir also in seiner Zelle und er malt. Interessant. Was malt er denn? Das würde ich gerne sehen. Was für eine seltsame Zelle. Und der Häftling darin. Er scheint sich zu amüsieren. Das ist die letzte Zelle in diesem Bereich. Also muss der Mann, der da vor sich hinsummt, Häftling D99 sein. Laut dem, was die Wachmänner sagten... D99, was? Selbst ich weiß über den Bescheid. Ja?
Er hat seine Frau erschossen, nicht wahr? Vor den Augen eines Familienmitglieds. Mysteriös. Was in aller Welt ist wirklich passiert? Und warum macht sich Lynn solche Sorgen um diesen Häftling? Ich kenne die Antworten nicht und ich schätze, ich muss sie nicht kennen. Ist es vielleicht ihr Vater? Ich habe nur ein Ziel. Und das ist, den morgigen Arbeitsplan dieses Malers herauszufinden. Neue Informationen werden hinzugefügt. Also, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ihr Vater ist er nicht, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie die beiden in Verbindung standen. Dafür ist das jetzt gerade zu lange her. Ich komme nicht da hoch, aber wir können den Bilderrahmen ja öffnen. Warum man auch einen Bilderrahmen öffnen kann, aber... Ach so, da ist was drin, okay. Fotos, was? Ich frage mich, ob sie seine Familie zeigen. Auf diesem scheint eine junge Frau zu sein, die ein Baby hält. Ihre Gesichter wurden mit schwarzer Farbe überdeckt. Hat er es aus Hass getan oder aus einer anderen Empfindung heraus? Zum Glück muss ich das jetzt nicht wissen. Seriös. Nein! Es hat sich aufgehängt. Okay, es geht wieder weiter. Boah, ich dachte gerade schon, das wäre es jetzt noch gewesen. Zeitungsartikel, gucken wir uns die doch mal an. Ein Zeitungsartikel, der ausgeschnitten wurde und eingerahmt. Leider kann ich ihn nicht lesen. Der handelt bestimmt vom D99s Fall. Mann ermordet Ehefrau oder so ähnlich. In dem Artikel ist ein Bild des mutmaßlichen Schuldigen zu sehen. Jawohl, das ist wirklich dieser Häftling. Mysteriös. So, untersuchen wir mal die Tafel. Also, der morgige Arbeitsplan von Häftling D99. Die Information, nach der Lynn suchte, sollte auf dieser Tafel stehen. Leider habe ich die Fähigkeit zu lesen verloren. Aber jetzt bin ich trotzdem hier. Ich könnte ihn mir wenigstens mal ansehen. Hä? Was könnte das zu bedeuten haben? Auf der Tafel steht überhaupt nichts. Ich glaube, auf den Tafeln der anderen Häftlinge stand etwas geschrieben, aber diese Tafel ist so sauber und leer wie an dem Tag, an dem sie dort aufgehängt wurde. Mysteriös. Also habe ich die Antwort, nach der Lynn gesucht hatte. Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 lautet nichts. Würde diese Information irgendwann irgendeine Bedeutung für sie haben? Ich brauche das nicht zu wissen oder mich dafür zu interessieren. Zumindest denke ich im Moment so darüber. Das ist alles sehr interessant. Was könnte das zu bedeuten haben? Unfähig zu lesen, hatte ich mich gefragt, wie das hier wohl ausgehen würde. Doch es gibt auch Dinge, die kann man lesen, selbst wenn man nicht lesen kann. Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 ist leer. Wie sollte Lynn diese wichtige Info so schnell wie möglich überbringen? Ja, das heißt, am besten gehen wir einfach wieder ins Telefon zurück. Denn von da aus kommen wir wieder in den Wächterraum. D99, Abendessen. Oh, da kriege ich schon wieder Hunger. Ich glaube, hiernach muss ich erstmal was essen. Hühnchen. Es gibt heute Abend ja ein richtiges Festmahl. Ah, und ich bin ganz verrückt nach diesem Hühnchen. Ey, der kriegt auch Hühnchen. Oh. Es ist nur schade, dass es ganz kalt und hart ist. Ich würde mal sagen, dass es schon vor etwa 2 Stunden gekocht wurde, dem Gefühl nach zu urteilen. D99? Ich weiß, dass es irgendwie sinnlos ist, das jetzt zu fragen, aber ich will es dennoch wissen. Warum haben sie es getan? Das stimmt. Es ist sinnlos, das jetzt zu fragen. Mein Fall ist kälter als dieses Hühnchen und wurde von allen vergessen. Mich selbst eingeschlossen. Kommissar Jode. Also dann. Lassen Sie mich in Ruhe essen, bevor das hier zu kalt zum Schneiden wird. Er war also mal Kommissar? Sehr mysteriös. Oh, jetzt können wir auch sein Bild sehen. Es gibt eine Sache, über die ich mir schon lange Gedanken mache. Und zwar? Wer ist der Mann auf diesem Gemälde? Oh, das? Nun, wenn man im Gefängnis ist, fängt man irgendwann an, Gesichter zu vergessen, wissen Sie? Also male ich die Gesichter, die ich nicht vergessen will. Und dies ist das letzte dieser Gesichter. Das sind wir. Woher kennt er uns? Könnten Sie mich jetzt etwas allein lassen? Lassen Sie einen Mann in Ruhe essen. Okay, sicher. Tut mir leid, Sie gestört zu haben. Interessant. Boah, ich will auch Hühnchen haben. Was in aller Welt? Was in aller Welt könnte das zu bedeuten haben? Warum steht da ein Gemälde von mir in dieser Zelle des Mannes? Wer genau ist dieser Häftling?
Der Mann, in dessen Fall Lynn ermittelt, malt ein Bild von mir in seiner Zelle. Ich muss Lynn treffen. Schnell. Und nicht ihretwillen. Meinetwillen. Um dieses Rätsel um mich zu lösen. So, kann ich mir das Bild nochmal aus der Nähe angucken? Ja, Serviette, Flasche, Koje, okay, kann ich nicht. Ansonsten ist hier aber auch nichts mehr, ne? Ich kann den Mülleimer öffnen, aber bringt mir das irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück zu Lynn. Das heißt, erstmal hier in den Wachraum. Mit diesem Telefon bekommt man keine Verbindung nach draußen. Und ich möchte Lynn einige Fragen stellen. Ich muss an einen Ort, der eine externe Leitung hat, und zwar schnell. Ja, ist doch jetzt nicht so schlimm. Wir gehen einfach in den Wachraum. Wir können jetzt auch ohne Probleme zurück in den unteren Zellenblock, was natürlich sehr praktisch ist. Nanu? Hier spricht das Hauptquartier. Wie ist der Status da drüben? Oh, Chef, Sie sind es. Die Vorbereitungen werden gerade getroffen. Es gibt keine Probleme, Chef. Und wie lange dauert das noch? Noch eine Stunde, Chef. Verstehe. Dann machen Sie weiter. Oh, eins noch. Inspektor Cabanela wünscht Sie zu sprechen. Da ist er wieder, der Tänzer. Nabend, hier spricht Cabanela. Wie geht's euch Jungs denn so? Inspektor Cabanela. Gut, Inspektor. Bei euch ging heute Abend wieder ein kleiner Anruf von oder? Von meinem Baby. Von Lynn? Nun, ja. Hatte mein kleines Mädchen vielleicht irgendetwas Interessantes zu sagen? Nicht wirklich. Sie hat fast sofort wieder aufgelegt. Ich verstehe. Wenn sie das nächste Mal bei euch anklingelt, lasst es mich sofort wissen. Braver Junge. Ja, Inspektor. Wenn ihr versucht, es zu vertuschen, werdet ihr es bestimmt sehr bereuen. Ja, Inspektor. Ich werde sie sofort anrufen. Sofort. Vergiss es nicht. Schließlich ist sie ein Flüchtling. Ja, Inspektor. Dann weitergemacht. Ich komme in Kürze vielleicht auf einen Sprung vorbei. Ja, Inspektor. Ich freue mich darauf, Sie zu sehen, Inspektor. Mysteriös ist alles. Okay, wir können jetzt zum Polizeipräsidium, aber was wollen wir da? Wir wollen erstmal zu Lynn. Lynn sollte jetzt auf dem Weg zum Hühnchenparadies sein, aber der Anruf aus dem Polizeihauptquartier macht mich auch neugierig. Jetzt scheint es ziemlich klar, der weißgekleidete Inspektor verdächtigt Lynn. Und man hält sie für einen Flüchtling. Das ist ganz und gar nicht gut. Sollte ich dem Polizeichef, dem Inspektor und Weiß mal einen Besuch abstatten? Inspektor Cabanela scheint auch nach ihr zu suchen. Nach deiner Lynn, meine ich. Inspektor Cabanela? Was sollte die Sonderkommission von Lynn wollen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es ist etwas passiert, von dem wir nichts wissen. Ausgerechnet heute Abend. Ha. Es scheint wirklich ein sehr mysteriöser Abend zu sein. Inspektor Cabanela muss heute Abend ebenfalls aufgewühlt sein. Waren er und D99, ich meine Kommissar Jode, nicht gute Freunde? Bist du dir da sicher? Wenn sie so gute Freunde waren, wie kommt es dann, dass Inspektor Cabanela ihn nie besucht hat? Er ist doch der Leiter der Sonderkommission. Eben ein vielbeschäftiger Mann. Was ist los? Jode war mein Held, weißt du? Wegen ihm wollte ich Kommissar werden. Und jetzt zieh mich an. Ich vergammle an einem solchen Ort und ich kann nicht mal etwas tun, um Lynn zu helfen. Was fange ich nur mit meinem Leben an? Diese neue Seite an dir ist irgendwie liebenswert. Jedenfalls solltest du jetzt daran arbeiten, das in Ordnung zu bringen, was du kannst. Stück für Stück. Wie etwa dein Kartenhaus. Es ist eingestürzt, weißt du? Also, der hat's auch nicht wirklich drauf, irgendwelche guten Worte zu sagen, ne? Okay, das heißt, wenn Lynn noch nicht im Hähnchenparadies ist, sondern noch auf dem Weg, dann sollten wir vielleicht wirklich mal zu dem Büro und herausfinden, was sie von Lynn genau wollen und was es mit der Kommissar Jode auf sich hat, der hier anscheinend im Gefängnis sitzt und angeblich seine Frau umgebracht hat. So. Die Vorbereitungen drüben im Gefängnis scheinen reibungslos zu verlaufen. Was, Inspektor Cabanela? Wir waren nur ein wenig zu spät. So nah dran. Was, Inspektor? Wir haben noch ein wenig Zeit übrig, Chef. Nicht viel, aber etwas. Wir hatten Punkt X die ganze Nacht lang umzingelt. Wenn er auftaucht, schnappen wir ihn uns. Dann können wir es noch schaffen.
Übrigens, wie sieht es mit dem anderen Fall aus? Dem Schrottplatzmord? Sie war es, zweifellos. Sie ist ein böses kleines Baby. Verschwindet einfach so von der Bildfläche. Ich frage mich, wohin sie zum Spielen gelaufen ist. Was hat er gerade gesagt? Sie war es? Habe ich das richtig gehört? Ich denke, sie haben über den Schuldigen gesprochen, der mich umgebracht hat. Unmöglich. So. Ich glaube es einfach nicht. Warum würde sie so etwas tun? Fürchte, das kann ich Ihnen nicht beantworten, Chef. Ich glaube es noch weniger als Sie. Und dennoch. Nachdem wir das gesehen haben, bleibt uns vielleicht keine andere Wahl, als es zu glauben, Baby. Ist das Band der Überwachungskamera, das die Sonderkommission gerade gebracht hat? Ich kann nicht leugnen, dass dies ein ziemlich handfester Beweis gegen sie ist. Beweise. Okay, das würde ich wirklich gerne sehen. Nichts ist besser als das, Baby. Warum ausgerechnet jetzt ein Mordfall in so einer wichtigen Nacht? Ich glaube, Sie haben es verkehrt herum, Chef. Jetzt ein Mordfall, eben weil es so eine wichtige Nacht ist. Okay, interessant. Oh, warte, da kam gerade eine Denkblase hoch. Bevor ich Lynn im Hühnchenparadies treffe, sollte ich mir nicht entgehen lassen, was ich hier in wichtiger Info finde. Ziemlich handfester Beweis, sagt er. Das muss ich mir ansehen. Aber es ist komisch. Warum habe ich nur so ein schlechtes Gefühl bei dem Band? Wird uns Lynn vielleicht doch erschossen haben? Naja, wir werden erstmal versuchen, das Band anzusehen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen erstmal die Leinwand runter oder so. Was anderes können wir gerade eh nicht machen. Genau, damit kommen wir zumindest an das Band ran. Wupp! Habt ihr vielleicht noch Lust, das Band einzulegen? Ah ne, Fernbedienung. Eine Fernbedienung ist das. Das Band ist schon eingelegt. Wunderbar. Jawohl, dann schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Der Schrottplatz, auf dem ich starb, hatte eine Überwachungskamera. Und seit dem Zeitpunkt meines Todes perfekt eingefangen. Und was das Band mir zeigte, ist die grausamste Wahrheit, die man sich nur vorstellen kann. Jetzt bin ich aber gespannt. So. Was sehen wir denn da? Okay, da bin ich. Und da ist Lynn. Leider hat man ja keinen Ton. Wir können nicht hören, was die beiden gerade besprechen. Aber das wäre sicherlich sehr interessant. Oh oh. Jetzt hat sie eine Pistole. Das heißt, sie hat uns doch erschossen. Aber warum? Okay, sie ist daneben geschossen. Und dann uns getötet. Aber, okay. Das ist krass. Also hat sie uns doch umgebracht. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ich erschossen wurde. Von Lynn. So viel zu meinem einzigen Hinweis. Ich fühle mich, als wäre ich erneut gestorben. Eine Sache geht mir aber nicht aus dem Sinn. Lynn sah auf dem Band so überrascht aus. Was in aller Welt habe ich zu ihr gesagt? Das heißt, können wir überhaupt noch trauen? Hat sie uns angelogen oder weiß sie es wirklich nicht? Kann sie sich wirklich nicht dran erinnern? Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, egal wie oft sie sich es ansehen, Inspektor Cabanela. Das war nicht ich, der das Band eben abgespielt hat, Baby. Oh, übrigens, Inspektor Cabanela, auf diesem Band ist etwas, das mir Sorgen bereitet. Und was wäre das, Chef? Ich bin ganz so. Ich habe mir auch alle Bilder vom Tatort angesehen, aber der Ort, an dem das Opfer erschossen wurde und der Fundort der Leiche sind eindeutig verschieden. Hey, er hat recht, das ist seltsam. Der Auftragsmörder in Schwarz war es, der mich nach unten gestoßen hat. Aber ich habe das Schicksal verändert, bevor er mich stoßen konnte. Doch da bin ich im unteren Stockwerk. Das ist echt mysteriös, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Ich habe die Antwort auf die Rätsel genau hier. Ein paar Minuten nachdem der Mord stattfand. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ach, da ist die Katze. Vom Anfang. Okay. Aber deswegen sind wir trotzdem da unten gelandet? Obwohl halt der Killer nicht mehr war? Ist das eine schwarze Katze? Sie haben es erfasst, Baby. Ein kuscheliges Kätzchen hat unseren Tatort durcheinander gebracht. Und dann ist der kleine Katzenkriminelle in die Dunkelheit der Nacht verschwunden. Sieht so aus, als ob sich mein Schicksal ins untere Stockwerk gestoßen zu werden, nur sehr schwer ändern ließe. Oh, was ist denn jetzt los? Hier spricht Punkt X. Bitte kommen, Chef. Hier spricht der Polizeichef. Ist er aufgetaucht? Nein, Sir, noch nicht, aber... Idiot! Ich sagte Ihnen doch, dass Sie den Funk nicht benutzen sollen, sofern es nicht wichtig ist. Aber es ist wichtig, Sir. Jemand anderes ist aufgetaucht. Unsere Kommissarsneuling, Lynn. Was? Sehen Sie wirklich mein Baby dort drüben? Ich habe gehört, sie sei auf der Flucht. Was soll ich tun, Chef? Was sagen Sie, Inspektor? Also irgendwie erinnert mich der Polizeikommissar so ein bisschen an so einen Affen, wie der da auf seinem Stuhl sitzt. Herr Kommissar, schaffen Sie mein Baby von Punkt X weg. Tun Sie es jetzt, Mann, und dann halten Sie sie fest. Ja, Sir, ich werde sie jetzt holen gehen, Sir. Was hat das zu bedeuten? Warum sollte Lynn bei Punkt X auftauchen? Die Sonderkommission hat 6 Monate gebraucht, um diesen Ort ausfindig zu machen. Weiß ich nicht, Chef, aber ich würde sagen, dass es kein Zufall war. Vielleicht... Oh, was war denn jetzt los? Was ist passiert? Herr Kommissar, melden Sie sich. Oh, was ist jetzt passiert? Was jetzt? Was ist denn dieses Mal passiert? Verdammt! Ich muss schnell dahin. Das verlangt nach einem Anruf bei Punkt X, wenn Sie erlauben. Das ist sehr gut, dann können wir wieder hin und herausfinden, was passiert ist. Aber guckt euch mal an, was der Polizeikommissar mit seinen Beinen macht. Der ist jetzt richtig nervös. Lynn ist also an einem gewissen Punkt X aufgetaucht. Wird das das Hühnchenparadies sein? Aber ich dachte, dass er auf dem Weg zum Hühnchenparadies ist. Was geht da vor sich? Aber eins ist klar. Gerade ist etwas Großes geschehen. So, dann gehen wir mal ins... Jetzt muss ich ernsthaft den ganzen Weg wieder hoch? Na gut, das dauert ja nicht so lange. Ist aber ein bisschen nervig, dass ich nicht direkt ins Telefon rein kann von da aus. So. Was machen Sie denn? Schwingen Sie Ihre Backen hierher. Was haben Sie gesagt? Jetzt verstehe ich es endlich. Ich weiß endlich, wie es unserem armen, hungrigen Kunden ergeht, deren Essen zu spät geliefert wird. Entschuldigen Sie, aber ich bin doch mit dem Hühnchenparadies verbunden, oder? Was? Spreche ich nicht mit der Polizei? Der Polizei? Ist dort etwas geschehen, bei dem Sie Hilfe benötigen? Ob hier etwas geschehen ist, fragen Sie? Es ist doch eher so, dass hier nichts mehr übrig ist. Ich muss weg. Warten Sie! Warten Sie! Meine Information wurde hinzugefügt. Ja, man sieht schon, da liegt irgendein Mädchen auf Rollerskates. Was ist denn los? Etwas, das ist los. Irgendetwas ist auf jeden Fall los. Und dieses Etwas ist weit mehr als nichts. So viel steht fest. Danke für den Tee, Chef. Ich mach mich da mal auf den Weg. Gehen Sie zu Punkt X. Punkt X, ha? Das überlasse ich den Jungs. Es gibt da einen anderen Ort, an den ich muss. Inspektor, Ihre Anwesenheit dort wird nichts ändern. Warum wollen Sie sich das antun? Ich habe eine Verpflichtung und an die werde ich mich bis zum Ende halten. Außerdem ist es noch nicht ganz vorbei. Stimmt, das ist wahr. Dann tun Sie, was Sie tun müssen. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehen, schätze ich jetzt einfach mal. Und weg ist er. Gut, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als ins Hühnchenparadies zu gehen. Der morgige Arbeitsplan von Häftling D99 war leer. Es scheint eine Ewigkeit her, dass ich das herausgefunden habe. Und nun ist mein Verstand noch leerer, als es die Tafel dort war. Lynn, mein einziger Hinweis und meine Partnerin hat mich erschossen. Was hatte das alles zu bedeuten?
Ich weiß, wohin ich gehen muss, um meine Antworten zu bekommen. Das Hühnchenparadies. Der Punkt X, den die Polizei umzingelt hat. Und der Ort, an dem gerade etwas Großes passiert ist. Worin wird Lynn diesmal verwickelt sein, wenn ich sie dort finde? Ist sie vielleicht nochmal tot? Das werden wir aber alles in der nächsten Folge herausfinden, denn das Kapitel ist jetzt zu Ende und es war ausnahmsweise mal ein Kapitel, in dem niemand gestorben ist. Also, sagen wir es mal anders, in dem wir niemanden wiederbelebt haben. Ihr habt ja gesehen, das eine Mädel lag da, das heißt, vermutlich ist sie auch tot. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Bis dann, macht's gut, wir sehen uns, ciao.